Gucken wir mal. Mit der paranormalen Internetseite ist die schon am Start. Du meinst den Club, den wir haben, meinst du bestimmt, ne? Glaub mal, ne? Glaub mal, den Club, den machen wir schon lange, ne? Ne? Alanenum, TSC. Zwei Staffeln kannst du schon angucken, die sind schon ausgestrahlt. Zwei Staffeln sind schon ausgestrahlt. Ne? Zwei Staffeln. Kannst du auf TSC selber gucken. So, okay, dann würde ich einfach mal sagen, lass es uns mal ein bisschen hier machen. Lass es uns mal eine Runde treiben. Lass es uns eine Runde treiben. Ich denke, ihr seht schon etwas im Hintergrund. Ich denke, ihr seht schon etwas im Hintergrund. Ah ja, treiben meine ich jetzt anders. Treiben meine ich jetzt anders. Ihr seid so versaut. Versaute Bande. Versaute Bande. Versaute Bande. Versaute Bande. So, pass mal auf, ich zeige euch das mal. So. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Ich glaube, da werden wir uns auch ein paar Tage mit beschäftigen. Ein paar Tage werden wir uns da, glaube ich, schon mit beschäftigen. So. Werde euch erstmal so ein bisschen wieder was erzählen, worum es geht, damit ihr wieder den Hintergrund ein bisschen versteht und womit was zu tun haben und was letzten Endes eigentlich der Fall ist. Ne? Also, es sieht in erster Linie aus wie eine Mumie, aber nein, Leute, es ist definitiv keine Mumie. Also, wir haben es hier nicht mit irgendeiner Mumie zu tun oder sowas, in keinster Weise. Nein, Mumien sehen anders aus. Ne? Wir haben ja keine Mumien. Und es ist auch nicht die Frau in Weiß. Nein, Andreas Lackner, ich grüße dich. Hi. Es ist auch nicht die Frau in Weiß, auch wenn es so aussieht. Es sind auch keine Bettgeschichten oder irgendwie sowas. Aber wir werden damit jetzt erstmal uns ein bisschen beschäftigen. Definitiv. Ne? Also, ich nenne es mal das Objekt. Ich nenne es einfach mal das Objekt. Habe ich von einem sehr alten Herrn. Einen sehr alten Herrn bekommen und seiner Gattin. Also ich habe ja immer wieder unheimlich viel Post. Ich kriege ja immer wieder unheimlich viel Post per E-Mail von irgendwelchen Leuten, die einfach nur eine E-Mail schreiben, wie geht's dir? Was machst du so? Und all solche Sachen. Da habe ich ja immer unheimlich viel Nachrichten, die ich so bekomme. Und manchmal sind aber auch welche bei, wo du dann genau weißt, so, hey, das ist jetzt eine Nachricht, die ist nicht so. Ja, letzten Endes wie die anderen. Ne? Also ich habe mit dem guten Herrn, der mir geschrieben hat, sogar geskypt. Ne? Der hatte sogar Skype auf dem Laptop. Ich konnte mit ihm skypen. Also ich weiß, dass dieser gute Mann existiert, dass dieser gute Herr kein Fake ist. Ich weiß, dass dieser gute Mann wirklich in diesem Alter ist. Und jemand in dem Alter rum, der wird ungefähr schon an die 80 gewesen sein. Dann weißt du genau, dass dieser alte Herr dich nicht irgendwie über den Leisten zieht, nicht irgendwie verarscht oder sonst was. Ich musste hier nichts für bezahlen. Er hat mir das so zukommen lassen. Und in dem Skype-Gespräch war auch seine Frau dabei. Ich denke, war auch schon so an die 80, ne? Ungefähr. Ne? Also ich habe beide sehen können, mit beiden reden können im Talk. Und das finde ich halt relativ spannend. Ne? Und die haben damals ihre Tochter verloren. Ihre Tochter ist damals gestorben. Was natürlich für Eltern eines der schlimmsten Dinge ist, die passieren kann, wenn die Tochter stirbt. Ne? Und sie sagen aber, dass die Tochter mit dem Objekt sehr stark in Verbindung steht. Sehr, sehr stark. Und seit Jahren letzten Endes haben mir beide im Skype-Call gesagt, spüren sie immer wieder diese Anwesenheit. Immer, 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 immer wieder. Und dieses Objekt hat eine sehr enge Bindung zur Tochter. Und wie gesagt, die sind schon über 80 und die Tochter ist schon sehr, sehr lange tot. Ich weiß nicht, wann die Tochter gestorben ist, aber die sagten, die ist noch relativ sehr, sehr jung gestorben. Traurig auf jeden Fall, ja. Die haben auf jeden Fall TSC gesehen im Fernsehen und fanden das relativ interessant, wie beide mir im Skype-Call gesagt haben und haben dann über meine Webseite einfach das Kontaktformular mir dann geschrieben und haben erstmal eine ganz liebe, bestimmte halbe DIN A4 Seite, wollen sich einfach nur bedanken. Wir gingen wirklich so, wir sind ein älteres Ehepaar, wir sind von der Dokumentationsreihe total begeistert und wollten einfach mal Lob aussprechen, diese Recherche und sowas. Und dann kam ein bisschen später in der Mail dann auch, dass die selber sehr merkwürdige Phänomene immer haben und sie aber nicht großartig mit Menschen drüber sprechen, was man ja verstehen kann. Nicht jeder möchte mit sowas drüber sprechen.
Und ja, die beiden wussten auf jeden Fall, dass ich mit sowas was anfangen kann und dass das auch für sie interessant ist. Die sind auf jeden Fall heute Abend auch im Stream. Ich grüße sie beide ganz herzlich. Ich weiß, dass sie beide jetzt nicht hier im Chat sind, aber ich möchte sie herzlich grüßen und bedanke mich nochmal bei Ihnen beiden, dass Sie mir die Puppe zur Verfügung gestellt haben. Ist das eine Puppe? Sage ich jetzt schon, eine Puppe zur Verfügung gestellt haben. Möchte mich bei Ihnen schon mal bedanken und möchte nochmal, auch wenn schon lange her ist, mein Beileid an Sie beide ausdrücken. Und ich finde es unheimlich nett von Ihnen beiden, dass Sie das haben zukommen lassen. Und ich würde es ganz nett finden, wenn ihr bitte doch einmal kurz dem alten Ehepaar mal ein paar Herzchen kurz in den Chat sende, das fände ich ganz lustig. Die gucken nämlich gerade zu. Der hat mich gesagt, dass sie heute zuschauen. Ich musste denen das mal erstmal erklären, den beiden. Und damit die das verstehen, habe denen auch die Adresse geschickt hier, was sie dann eintippen müssen und in den Browser. Und deswegen ganz viel Liebe für sie beide. Und wir werden sehr behutsam damit umgehen. Und ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall interessante Sachen rausfinden werden. Ne? Sehr interessante Sachen. Deswegen nochmal danke an Sie beide. Und ich hoffe, dass Sie verstehen, dass das hier in guten Händen ist auf jeden Fall. Ne? So, was auf jeden Fall bei den beiden immer gewesen ist, dass die immer sehr unruhig immer schlafen. Immer sehr, sehr unruhig schlafen. Und beide immer wieder letzten Endes Anwesenheit spüren. Und sie haben beide mir gesagt, dass es immer so ist, mehrmals in der Woche, dass sie spüren, dass ihre Tochter da ist. Und das sind zwei Personen unabhängig voneinander, die mir das in dem Skype-Call erzählt haben. Ne? Und für die beiden war es sehr wichtig, da sie einen Schlussstrich ziehen möchten, einfach die Trennung und einen Haken hintersetzen. Ich hoffe, ich drücke mich richtig bei Ihnen aus, wie Sie beide mir das erzählt haben. Auf jeden Fall habe ich das so verstanden, dass die einen Haken dahinter machen möchten, weil sie einfach ihre Tochter jetzt gehen lassen möchten. Sie wollen die Tochter Tochter gehen lassen, um im Grunde auch selber in die Ruhe zu kommen und auch einen wunderschönen Abschluss zu bekommen. Ja? Und beide haben mir das aber auch identisch erzählt letzten Endes. Und das ist das Interessante. Beide haben es mir identisch erzählt. Und was aber auch da ist, dass die Frau immer sehr sich unwohl gefühlt hat, sehr, sehr unwohl gefühlt hat und auch immer die Tochter da drin gesehen hat. Ne? Was wichtig ist, Verstorbene sind nicht in Gegenständen drin, es sind halt nur sehr starke energetische Trigger, die da sind. Man muss jetzt verstehen, dass, ich habe es extra noch eingehört, dass diese Gabe, die ich jetzt hier bekommen habe, dieses Geschenk, ich nenne es jetzt mal Geschenk zum Untersuchen, definitiv so ist, dass da jahrelang, dass das Thema gewesen ist. Dieses Ganze ist so voller Energie, das ist unfassbar, weil da steckt so viel elterliche Liebe drin, so viel, aber auch wieder Ablehnung. In beiden, weil beide haben mir auch gesagt, dass sie sich nicht wohlfühlen. Das Kinderzimmer ist immer noch so eingerichtet gewesen. Also war der letzte Stand, was beide mir erzählt haben, dass das Kinderzimmer nie umgestellt worden ist. Es ist immer noch so, wie es früher gewesen ist. Es sind immer noch dieselben Bücher in den Bücherregalen, die Bilder noch und es sind auch immer noch die Kleidungsstücke im Schrank. Und das, was wir uns heute anschauen, ist sehr merkwürdig, sage ich schon sehr. Es ist sehr merkwürdig. Es ist eine unfassbar, also ich habe das selten, dass ich sage, dass ein Objekt eine unfassbar harte Energie hat, aber ich habe wirklich jetzt extra erstmal dieses Tuch drüber, weil mich das selber unfassbar triggert. Es triggert mich unfassbar. Wir werden uns das Schritt für Schritt anschauen. Ich möchte es auch behutsam machen. Ich möchte auch langsam vorgehen, damit wir uns so langsam rantasten. Ne? Langsam rantasten. Mit Respekt müssen wir rangehen. Das steckt in der Familientragödie jetzt hinter. Und deswegen nochmal ganz liebes Dankeschön an Sie beide, dass Sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Und dann möchte ich mich bedanken und ganz liebes Dankeschön nochmal an Sie beide.
So, prima. Ja. Würde ich sagen, gehen wir mal langsam rein und gucken mal, was passiert. Ich habe den Karton schon entfernt, damit es ein bisschen schneller geht. Sonst hätten wir, ich wusste ja, von wem ich es diesmal bekomme. Deswegen habe ich den Karton schon mal entfernt. Und dann würde ich einfach sagen, dass wir nach und nach uns jetzt daran wagen. Wir werden erstmal normale Tests machen und gucken dann mal, was uns erwartet wird. Ne? Da hat Jackie gesagt, auch vieles Liebes, Dankeschön, das Ehepaar, finde ich genauso. Ne? So, dann gehen wir mal rein. Also was ich merken kann, für Sie beide, Sie schauen ja gerade zu, also wenn ich immer in der Sie-Form rede, spreche ich nicht mit euch, sondern mit den beiden, die zuschauen, die aber hier nicht mehr im Account drin sind, die gucken so zu, möchte ich Ihnen beiden jetzt erst noch mal ganz kurz eine Information geben. Ich spüre das extrem. Ich habe richtig Kopfschmerzen in diesem Raum. Es ist so hart von der Energie, dass ich richtig einen dicken Schädel habe, schon seit ich das dahingestellt habe. Also ich bewundere Sie beide, dass Sie das so lange geschafft haben. Ich bewundere Sie sehr, dass Sie da nicht eher schon irgendwie Sie runtergebracht haben, irgendwie in den Kellerbereich oder so. Also ist schon Wahnsinn. So, ich wechsle mal rüber. So. Also wie gesagt, immer wenn ich in der Sie-Form spreche, rede ich dann mit den beiden letzten Endes. Ne? Lucky Line, danke für ein Jahr, Mensch. Danke, Lucky Line, sehr lieb von dir. Ganz liebes Dankeschön. So. Also ich spüre das wirklich ohne Witz, wenn ich hier schon hinlaufe. Das ist echt Wahnsinn, was da eine Energie von ausgeht. Das kann man immer so schwierig beschreiben. Das kann man immer unheimlich schwierig beschreiben. Also hier ist jetzt nichts an. Ne? Also die Geräte sind aus. Also ich teste das ja immer vorher. Als sind jetzt auch die ersten. Guck mal. Bist du da? Kannst du bis auf 3 gehen? Kannst du bis auf Stufe 3? Ich kriege voll Kopfschmerzen. Das ist so interessant. Bis auf 3. Hörst du mich? Bist du bei uns? Kannst du auch bis 4 gehen? Kannst du auch bis 4? Das ist hier so, dieser Bereich, wo wir uns aufhalten, ist ungefähr Brustkorbbereich. Hier oben sind wir im Kopfbereich. Auch hier, guck mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal mit dem Tri-Field ran. Da ist unheimlich was dran, das ist unfassbar. Wow. Wow. Wir sind auf 88, 89, 65, 69, 79, 82, 86. Hammer. Magnetismus. Leichte Erhöhung, aber wir müssen aufpassen. Hier sind für Magnetismus, da sind auch Lautsprecher drin in dem Röhrenradio, die ein Magnet haben. Ne? Da müssen wir immer aufpassen. Temperatur 21 Grad. Wir gucken Wand auch 20. Also Temperatur ist identisch. Auch wenn ich schaue, wir haben 1 Grad Erhöhung, das ist nichts. Also hier haben wir wirklich im Grunde in keinster Weise irgendwie eine Erhöhung oder sonst was. Also da ist absolut nichts. Ne? Das kann man auf jeden Fall schon mal so festsetzen, nur dass wir da jetzt nicht irgendwie was haben. Wir gehen mal eben mit der Infrarot mal eben rein.
So, jetzt mache ich mal eben noch mal kurz Handy an. So, sonst haben wir hier keine, kann ich Licht nicht ausstellen. Aber ich mache mal eben drunter, nicht wundern. Das sieht krass aus, als wenn da so eine Aura drum ist. Guck mal, als wenn da so eine Aura drum ist. Das ist ja mal krass. Wie so eine Aura. Das ist ja irre. Auch noch nicht gesehen. Wie eine Aura, ne? So eine Scheme drum. Die anderen Objekte haben das nicht, guck mal. Nur das, und das hat auch nichts mit dem Spiegel zu tun. Das geht nämlich auch über den Rahmen hoch. Wie so eine Aura. Krass. Ich mache wieder ein bisschen Licht an. Ich mache wieder ein bisschen Licht hoch. Und runter. So. Puh. Dann werden wir uns das jetzt mal anschauen. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Erschütterungssensor. I'm nervous. Ich bin a little bit nervous, weil ich ein sehr interessantes Gespräch mit den beiden hatte. Deswegen bin ich a little bit nervous. So, dann würde ich einfach mal sagen. So, so schaut es aus. Jules, nochmal Dankeschön. Nochmal herzlichen Dank für gestern und die schöne Kommunikation zu meinem Opa. Auch das ist doch schön, ich danke dir. Sehr, sehr gerne mache ich das. Danke dir. Sehr gerne. Okay. So, eben kurz Netz wieder ausmachen. Die keine falschen Werte haben, ne? So. Sieht in erster Linie, ich wechsle wie eine Mumie aus, ist aber keiner. Also ich habe es schon sehen dürfen. Ne? Und da würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen mal, was passiert letzten Endes. Also wichtig ist immer zu verstehen, dass ein Objekt nicht energievoll ist, nur weil es unheimlich aussieht. Leute, das müsst ihr euch aus dem Kopf streichen. Ne? Das müsst ihr euch aus dem Kopf streichen. Objekte sind nicht energetisch, weil sie hässlich aussehen. Nein. Null. In keinster Weise. Null, 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 null. Ne? Aber viele glauben, dass je unheimlicher und so krasser, das ist nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Haben Sie ja gut eingepackt, Sie beide. Haben die beiden gut eingepackt. Also immer, wie gesagt, nochmal, wenn ich in der Sie-Form spreche, spreche ich immer mit den beiden älteren Herrschaften.
fast geschnitten. Kriege ich auch Kopfweh. Alter Lachs. Alter Lachs. Mann, Energie, mein Gott. Okay. Die ist riesig. Ich kriege richtig Kopfweh. So, okay. Ich habe Handy jetzt noch, Internet noch an. So eine große gesehen. Also ich habe echt noch nie so eine große Puppe gesehen. Die ist besonders. Also an sie beide, die ist echt groß. Die steht sogar. Die ist ja riesig. Guck dir das an. Mein Gott! Boah, die hat eine arme Ausstrahlung. Der hat eine richtig krasse Ausstrahlung. Also an sie beide, sie schauen ja gerade zu. Ich kann sie beide gut verstehen. Die ist anders. Diese Puppe ist anders. Das ist ein Ding für sich. Wir fahren mal ans Gesicht ein bisschen näher. Die ist anders. Sie hat ein eigenes Ding. Also...
Da habe ich ein ganz komisches Magengefühl. Kannst du uns hier ein Zeichen im Raum geben, dass wir hören oder sehen können? Hörst du mich? Wenn ich das einmal erlebe, Leute. Oh, Pitti, grüß dich. Ich glaube, wenn ich das einmal in der Erde erleben würde, dass ein Auge zuckt, dann siehst du mich von der schönsten Seite. Voller Gänsehaut. Mäuschen, da muss ich dir zustimmen. Mäuschen schreibt gerade, ich finde es spannend, dass die Puppe so steht, obwohl sie nach vorne geneigt ist. Ja? Warum steht die eigentlich? Warum steht die so gerade? Warum steht die eigentlich? Warum steht die eigentlich so gut? Boah, ich zeige euch den Blick von der Seite. Pass mal, ich zeige euch meinen Blick, den ich habe. Ich zeige euch meinen Blick, den ich habe. Pass mal auf. Ich muss euch meinen Blick zeigen zu ihr. So sehe ich sie. So sehe ich sie von der Seite. Bah. Das ist schon ganz komisch. Ich weiß, Sie beide können mir jetzt leider nicht antworten. Also das Ehepaar, was gerade zuschaut, die können mir leider gerade nicht antworten. Was passiert, wenn ich den mache? Die ist echt gut ausbalanciert, ne? Guck mal, wie gut die ausbalanciert ist. Mein Gott, guck dir das an. Guck mal, wie gut die ausbalanciert ist. Aber richtig gut balanciert, ne? Ich möchte mit dir in einen Kontakt gehen. Kannst du mich hören? Kannst du mir hier ein gutes und klares Zeichen in diesem Raum geben, was ich gut hören oder sehen kann? Kannst du dich bemerkbar machen hier bei mir? Irgendwie mir zeigen, dass du da bist? Kannst du dich nochmal mit einem anderen gut hörbaren Zeichen bemerkbar machen? Wenn du hier bist,
Gib mir noch mal ein gutes, klares Zeichen, was ich sehen und hören kann. Du kannst klopfen, du kannst hier ein Knackgeräusch machen. Möchtest du was zu spielen haben? Möchtest du was zu spielen? Möchtest du Bälle mal haben zum Spielen? Oh, der Blick von der Seite. Dieser Blick, den ihr nicht seht, der ist Horror. Die schielt mich genau an hier. Die guckt mich von der Seite, das seht ihr noch nicht. Also ich gucke genauso in diesen Winkel rein. Ne? Aber schon interessant. Ich hole mal die Bälle. Die ist echt riesig. Die ist leer. Pass auf, ich lege dir jetzt hier was zum Spielen hin, okay? Würde mich freuen. Ich lege dir die direkt an deine Füße. Schau mal hier einen dazwischen. Also es ist ungefähr, wenn ich genau da liegen habe. Von den Bällen her ist es ungefähr Fußbreite, nicht mehr als eine Kugel. So nah sind die. So nah sind die Füße aneinander. Ungefähr so viel Platz ist zwischen den Füßen. Kannst du mir ein Zeichen geben? Kannst du die Bälle leuchten lassen? Schau mal unter dir. Das ist ja deine Puppe, ne? Kannst du die Bälle unten leuchten lassen, die an den Füßen sind? Du kennst ja die Puppe, ne? Versuch doch mal eine der Kugeln leuchten zu lassen da unten. Die sind direkt am Fuß von ihr. Kannst du das mal probieren? Du kannst damit einfach ein Zeichen geben, dass du hier jetzt bei mir bist. Du bist ja da. Probierst du das? Rico, danke für 35 Monate. Ich danke dir, Rico. Ganz liebes Dankeschön. Probier mal, ob du das schaffen kannst. Versuch mal bitte. The Witch Mother, danke dir für 23 Monate. Und nur ein Invisibility, ich möchte dich bitte darum bitten, ein bisschen respektvoll jetzt gerade mit umzugehen, weil das ältere Ehepaar hat eine Tochter verloren und das ist von denen, weißt du? Und dann kommt das nicht so cool, wenn man schreibt, frag mal, ob sie furzen kann. Das kommt sehr uncool. Das kommt wirklich sehr, sehr uncool. Ich denke mal, wenn dein Kind gestorben wäre und ich deine Puppe hier hätte und ich dich fragen würde, frag mal, ob die Puppe furzen kann, das kommt echt verdammt uncool. Kann ich dir schon sagen. Ich glaube, du würdest vor Wut im Boden versinken, dass Leute sowas schreiben. Das ist echt ein No-Go. Na. So. Versuch mal, ob die Kugeln leuchten können. Magst du es mal probieren?
Deine Eltern schauen auch zu. Deine Eltern sind auch hier und gucken auch gerade mit. Du. Magst du mal zeigen, dass du da bist? Okay, alles gut, Invisibility. Nur damit du Bescheid weißt, ne? Weißt du, die Eltern gucken mit gerade, weißt du? Das ist dann cool. Möchtest du mir ein Zeichen geben? Ich weiß ja, dass du hier bist. Probier mal. Ich versuch mal was, ja? Und jetzt haben wir eine Schwerpunktverlagerung. Kannst du die jetzt irgendwie mal leuchten lassen? Magst du mal probieren? Ich weiß, dass du da bist. Also das Ehepaar hat mir auch gesagt, seitdem sie verschickt worden ist zu mir. Wir haben ja miteinander gesprochen, haben die mir halt auch gesagt, dass es letztendlich so, dass da wirklich komplett ruhig ist. Ne? Wunderst du dich, wo du bist? Glaube nicht. Ne? Weißt du denn, warum du hier bist? Deine Eltern lieben dich immer noch, aber schau mal, du hängst unheimlich stark noch an ihr, an dieser Puppe. Und das ist der Grund, du hängst da noch sehr, sehr stark dran. Und deine Eltern wollen auch klar abschließen irgendwann mal, aber das heißt nicht, dass sie dich vergessen. Das hat damit nichts zu tun. Die lieben dich genau noch immer so. Aber du hast eine unheimlich starke Bindung zu dieser Puppe und das ist das Thema halt, weißt du? Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Magst du dich nochmal bemerkbar machen hier? Das ist so krass, Energie. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Da steckt so viel Liebe, aber auch Wut drin. Da ist nicht nur Liebe drin, da ist auch unheimlich viel Wut drin. Wut, warum bist du gegangen? Wut, warum musstest du gehen? Warum, warum? Da ist so viel Warum, so viel Trauer, so viel Wut und Hass, dass das passiert ist. Ich kenne nicht die Todesursache, das habe ich mit den beiden nicht besprochen. Das fand ich auch nicht wichtig, weil das immer mehr was Privatthema ist. Ne? Wenn Eltern schon das Kinderzimmer der Kinder noch immer so eingerichtet lassen, auch wenn das Kind schon verstorben ist, in jungen Jahren, und die beiden Herrschaften sind schon, tut mir leid, wenn ich ihr Alter jetzt vielleicht falsch schätze, aber ich habe sie so um die 80 schon getippt. Hängt da unheimlich viel dran. Unheimlich viel. Möchtest du mit mir nochmal irgendwie in Kontakt treten? Magst du das mal? Versuch mir mal hier ein Zeichen zu geben. Ich weiß ja, dass du hier bist. Ich weiß, dass du da bist. Möchtest du mit mir sprechen? Möchtest du mit mir reden? Ich kann eine Möglichkeit jetzt nehmen, dass ich dich hören kann. Möchtest du das? Dann musst du mir ein Zeichen geben. Dann kannst du mit mir über eine Methode sprechen. Magst du das machen? Dann könnte ich auch deine Eltern hören. Willst du, dass deine Eltern dich hören können?
dann könntest du mit deiner Stimme ihnen was sagen, wenn du möchtest. Ich glaube, die freuen sich, wenn sie einfach nur mein Ja oder Nein hören oder ein Hallo. Das Ding ist immer, oh, das weiß ich nicht, Snorux. Das Ding ist halt immer, dass je unscheinbarer, je ruhiger, umso intensiver und anstrengender wird das. Gegenstände, die sofort anfangen, gehen meistens so. Aber solche Objekte gehen so. Und du weißt nicht, wo Ende ist. Und andere Objekte fangst an, schießen nach oben und dann stürzt es wieder runter. Weil die Energie dann im Grunde alles raus ist. Hier ist es anders. Das klammert sich so ein bisschen hoch. Ich werde mal, wo habe ich denn das Kratz bei? Der Schwerpunkt ist der Knaller. Der Schwerpunkt ist eigentlich der Knaller. Kann nicht sein, das kann nicht schon wieder leer sein. Ich habe vorhin aufgeladen. Hm? Das ist echt nicht mehr normal. Ich habe in den letzten Tagen ist immer in relativ schneller Phase die Flux leer. Das heißt nicht, das Problem kann man hier am Kabel anschließen. Wir schließen die Flux mal an. Du kannst ruhig mit mir kommunizieren, sag mal. Hier haben wir nichts. Das ist von mir. Ich würde sagen, wir probieren mal zu porteln. Also die Ausschläge sind jetzt alle, das ist alles von mir jetzt. Nicht wundern, das ist alles von mir. Maya, ist sie noch schiefer? Wüsste ich nicht. Kann sein, dass der Kamerawinkel jetzt ein anderer ist. Möglich, dass der Kamerawinkel jetzt verstellt ist. Kannst du mir ein Zeichen geben? So, warte mal, gucken, habe ich Internet aus? Ja, Internet ist aus. Immer wichtig bei sowas, guck immer, dass dein Internet aus ist. Und guck mal, ich mache mal richtig die Kamera gerade. So, jetzt sind wir. Jetzt haben wir einen geraden Boden. Da siehst du mal, wie schief die steht. Na doch, so kommt ungefähr hin. So. Ich mache jetzt mal die Miracle auf. Kannst du, wir werden in die Female Child gehen, kannst du dieses blaue Dreieck unten leuchten lassen, grün oder rot, geht das? So ist, nee, wenn man so ist ungefähr gerade, ja, man kriegt das mit Winkel nicht hin, weil hinten, die hatten eine leicht konkave Linse. Magst du mir ein Zeichen geben, Engelchen? Kannst du auch mit mir sprechen? Ich würde mich freuen. Hallo, ich grüße dich. Kannst du mir ein Hallo sagen, sage mal? Kannst du mir ein Hallo sagen? Einfach nur Hallo?
Probier mal, bist du denn hier bei mir? Erkennst du die Puppe? Kennst du die Puppe? Ja. Kannst du denn da eine Kugel leuchten lassen, sag mal? Ja. Probier mal. Versuch einfach, eine der weißen Kugeln zum Leuchten zu bringen. Oder die Pyramide, grün-rot. Nein, du magst genauso wenig wie mit mir reden, ne? Nein, du musst keine Angst haben vor mir. Musst du wirklich nicht. Weißt du, dass deine Eltern auch gerade zuschauen? Ja. Ja. Magst du deine Eltern? Kannst du nochmal klar und deutlich antworten, magst du deine Eltern? Laut und deutlich, magst du sie? Möchtest du denen was sagen? Die hören ja zu. Du kannst denen auch hier ein Zeichen geben mit den Lichtern für deine Eltern. Bist du männlich? Bist du männlich? Ist ein Mann noch bei dir? Ich habe einen Mann gehört. Ist da jemand noch hier bei mir? Peperoni, danke für 34 Monate. Dankeschön. Ich möchte den Mann noch mal hören. Kennst du auch die Puppe? Ich möchte den Mann hören. Ist noch irgendwie energetisch ein Mann mit dieser Puppe verbunden? Wieder Männerstimme. Nein, nein, Männerstimme, nein. Bist du wegen der Puppe bei mir? Ich möchte den Mann fragen, bist du wegen der Puppe hier? Sind verschiedene Verstorbene an diese Puppe irgendwie getriggert? Ich frage nochmal, sind verschiedene Verstorbene mit dieser Puppe verbunden? Der Talent hat mir voll auch geklopft. Nochmal, sind verschiedene Verstorbene an diese Puppe gebunden? Mit einem Trigger? Ja. Klares Ja oder Na? Warum?
Ich möchte die Tochter der Eltern sprechen, die hier gerade mit zuschauen. Kannst du mich hören? Verstehst du mich? Hörst du mich? Nein. Wie viele Verstorbene sind mit dieser Puppe in einer Verbindung? Wie viele? Nenn mir eine Anzahl. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 10 gehört habe oder ob ich mir 10 eingebildet habe. Ich weiß es nicht. Ich bin nur sehr vorsichtig. Was habt ihr gehört? Mehrheit. Ja, okay, ihr habt 5 gehört. Okay, guck mal. Fehlerausschluss. Die überwiegende Mehrheit hat 5 gehört. Guck mal, wie viele 5 gehört haben. Guck mal, wie viele 5. Sind 5 Verstorbene in einer energetischen Verbindung zu dieser Puppe hier? Ich frage in die geistige Welt, sind 5 Verstorbene mit dieser Puppe in Kontakt? Klar und deutliches Ja oder Nein? Beantwortet meine Frage. Haben wir 5 Verstorbene, die mit dieser Puppe in Kontakt stehen? Oder sind es mehr? Weniger wie 5? Vier? Bestätigung, sind 4 Verstorbene mit dieser Puppe in einer Kommunikationsform? Was ist die Zahl 4? Die hat doch 4 gesagt. 4? Die hat doch 4 gesagt. Das haben wir uns nicht eingebildet, ich sehe es. Jetzt ist die Frage, wenn wir 5 gehört haben, 5 einschließlich des Mädchens, hat sie sich vielleicht daraus genommen, ich und 4 andere. Ein Jahr ist voll ein Jahr, wo dich immer wieder aufgebaut mit deiner Persönlichkeit, deinen Streams wirklich. Vielen Dank, dass du immer für uns da bist. Bleib wie du bist der Beste. Danke, Isabella. Ganz liebes Dankeschön für ein Jahr. Ich danke dir sehr. Ganz liebes Dankeschön. Das, was im Hintergrund läuft, ist leider immer noch die Einblendung, wenn irgendwie mein Sub verschenkt wird oder so. Ich möchte mit einem der Personen sprechen, die mit dieser Puppe in Kontakt steht. Ich brauche einen Kontakt von euch. Und wir drehen die mal um. Ich drehe die jetzt mal um. Und Pepperoni nochmal danke für 34. Ich möchte mit dem Mann reden. Du hast dich gerade schon bemerkbar gemacht, hörst du mich?
du, was ich jetzt verstanden habe? Natürlich. Weißt du, was ich verstanden habe? Natürlich. Weiß nicht, ob ich das hören wollte, weißt du? Wer hat natürlich verstanden? Wir müssen aufpassen, ne, dass wir nicht Dinge hören, die wir hören möchten. Deswegen müssen wir da uns immer selber mit. Mit wem rede ich gerade? Mit wem habe ich Kontakt? Mit allen. Können wir uns auf etwas konzentrieren? Ich möchte mit den Verstorbenen sprechen, die mit der Puppe in einer Verbindung stehen. Wenn ihr das grüne Licht unten nehmt, ist das Ja. Das ist dieses Dreieck unten am Fuß der Puppe, was jetzt blau leuchtet. Grün würde für Ja stehen. Rot für Nein. Kannst du noch mal einen Ball leuchten lassen? Die verstorbene Person von euch? Einer von euch hat ja den Ball leuchten lassen. Könnt ihr noch mal den am Fuß? Du könntest den mit dem Zeh bewegen. Stell dir vor, dass es dein Körper ist. Stell dir vor, die Puppe ist dein Körper und du könntest diesen kleinen Zeh bewegen, dass die Kugel anfängt, sich zu bewegen und leuchtet. Versuch dich energetisch so in diese Verbindung zu setzen. Dann wirst du es schaffen, dass der Ball leuchtet. Probierst du es bitte? Spiel mal mit dem Ball an deinem Fuß. Schaffst das, komm. Kannst du mir das erfüllen? Kannst du mir auch antworten? Kannst du das Licht einstellen? Stell mal das Licht der Kugel ein. Ich möchte den Mann sprechen. Ich möchte, dass der Mann die Kugel leuchten lässt. Ich möchte nur mit dem Mann reden. Es spät jemand hier ganz schön gerade. Wenn du das nicht möchtest, dann möchte ich, dass jemand anderes das von euch macht. Hi. 21 Shot, danke dir für den zweiten Monat, danke. Versuch nochmal den Ball leuchten zu lassen. Du schaffst das, komm. Oh. Oh. Wer bist du denn? Wer bist du? Ich kann dich gut verstehen. Kannst du mir hier ein Zeichen im Raum geben? Gib mir mal ein gutes Zeichen in diesem Raum. Etwas, was gut und klar verständlich ist.
irgendetwas gut Verständliches, Sichtbares. Ich weiß nämlich nicht, ob du das überhaupt kannst. Du kannst diese Pyramide hier zum Beispiel mal einschalten, grün oder rot, wenn du sowas überhaupt hinbekommst. Oder wollt ihr einfach mich nur ärgern hier? Geht es um Spielen? Nein, nein. Dann zeig mir doch hier was. Ich möchte, dass ihr die Kugel leuchten lasst. Probier mal. Emily, Anna, ich grüße dich. Danke dir für den Sub. Ganz liebes Dankeschön. Probier doch mal. Möchtest du denn mit Bällen spielen? Soll ich dir mal ein paar Bälle dahin legen, neben die Puppe? Vorne und daneben? Möchtest du das? Dann mache ich das jetzt für dich, okay? Aber nur, wenn du die bewegst. Nur, wenn du sie bewegst. Ich werde aber auch einen Erschütterungssensor aufbauen. Also wir haben ja hier noch den Erschütterungssensor. Das kann, wenn ich jetzt hier was stark draufstelle. Also hier bauen wir jetzt noch den Erschütterungssensor mit hin. Dann werden wir was probieren jetzt. Ich werde jetzt hier einfach ein paar Bälle aufbauen. Aber nur wenn du die... Kannst du diese Bälle bewegen, wenn ich die dir da hinlege? Du nicht, kann eine andere verstorbene Person von euch das machen. Kann der Mann das vielleicht von euch? Ja. Kann der andere Mann das? Sollen wir das probieren? Okay. Dann würde ich sagen, wir bauen die hier jetzt einfach auf. Ich lege die hier einfach hier vorne mit hin. Jetzt gucken, dass mir jetzt die Puppe hier nicht umkippt. So. Ich lege die so in einer Linie. Erschütterungssensor ist eingeschaltet. Kannst du eine der Bälle bewegen? Probier mal irgendjemand die rechten oder so. Nein. Ah, der Mann kann das von euch. Ich möchte, dass der Mann das probiert. Ja, dann probier mal. Einen der rechten Bälle vielleicht. Also wenn es eine Erschütterung ist, dann reagiert der Sensor. Du brauchst nur mit dem Fingernagel aus Holz. Dann möchte ich den Mann... Da war ein Lachen. Da war ein Lachen. Okay, Erschütterungssensor, pass auf.
Du hast ja doch einen Ball bewegt. Die hat richtig gelacht, ne? Wo das passiert ist. Und das Interessante ist, der Ball ist gerollt, die Kugel ist angegangen und gleichzeitig ein Lachen. Ich danke dir. Hast du das gemacht oder ein Mann? Wer war das von euch? Warst du das, Engel? Da hab ich eine Stimme, nein. Da bin ich jetzt irgendwie für einen Schritt. Bist du bei mir im Traum? Wenn du hier bist, kannst du mir ein Zeichen geben? Kannst du dich hier in diesem Raum bemerkbar machen? Ich habe nur die Kamera angebracht. Und nochmal, wenn ich das bin, dann ist auf der anderen Seite von mir. Wenn ich das mache, dann haben wir nicht nur einen Ton, dann haben wir einen Bewegungston. Das bedeutet, das bedeutet, dass hier mein Raum ist. Kannst du dich mit einem anderen Geräusch bemerkbar machen? Ja. Dann mach das. Direkt vor mir. Direkt hier vor mir. Kannst du noch ein drittes, gut hörbares, sichtbares Zeichen mir geben? Wenn ich dir den Ball wieder hinlege, kannst du das nochmal machen? Ja. Antworte klar und deutlich. Du bist ja hier bei mir im Raum, ne? Ich lege dir den Ball jetzt da wieder hin, okay? Hingefunden. Gott, das ist so eine unheimlich eklige Atmo. Schau mal. Möchtest du damit spielen? Ja? Und die Bälle reagieren nicht auf Ton. Das ist ein Katzenspielzeug. Und die reagieren auf Berührung oder auf eine leichte Bewegung. Der Katzenball kann nicht angehen durch eine Stimme. Ich lege dir jetzt diesen Ball hier wieder hin. Kannst du nochmal hier, halt's bloß nicht um. Bleib liegen.
den Ball bewegen. Kugel bin ich gewesen. Ja, aber nein. Ich möchte, dass du mir hier ein klares, gut verständliches, hörbares oder sichtbares Zeichen gibst. Etwas, was ich gut sehe. Ich bedanke mich erstmal für die Ballbewegung. Möchtest du mehr Bälle vielleicht? Magst du mehr Bälle? Oh Gott. Ein Mann, ein klares Ja. Ein klares Ja. Könnt ihr das hören? Mähnchen 8604 und Sebi begrüßen euch. Aber ich will mal kurz noch was schulden. Was ist das? Was war das? Ich krieg gerade Gänsehaut, Leute. Ich habe gerade voll Gänsehaut. Alter, mich hat eine Hand berührt oder so. Ohne Scheiß. Ich schwöre auf alles. Leute, pass mal auf. Ich mach jetzt mal ein Bild weg, okay? Ich mache jetzt mal eben mein Bild weg. Okay, peaceful. Dankeschön. Ganz von Herrn Peaceful, ich komm gleich drauf, ja? Bitte gib mir mal kurz Geduld eben, Peaceful. Pass auf, ich möchte euch was zeigen. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Leute, das ist krank. Schaut bitte, oben sitze ich. Ich sitze hier. Okay, ich sitze hier. Ich bitte euch, auf meine Hand zu gucken. Auf meinen Arm am Ellbogen. Ohne Scheiß, da sind Hände. Da sind doch Finger, Leute. Das ist doch kein Glitch oder so. Oh Gott, ich gehe kaputt gerade. Vor mir genau. Leute, das sind doch irgendwie Finger, oder? Geh mal Sekunde 11. Was ist das? Mein Gott, was ist das denn? Boah, Scheiße. Boah, mir geht's gerade gar nicht gut. Ich hab voll Gänsehaut. Guck mal. Guck mal, meine Gänsehaut. Guck mal, was ich für eine Gänsehaut habe. Guck mal. Ich bin voll mit Gänsehaut am Körper. Den ganzen Körper voll. Was ist das denn? Ich muss mal im Licht anmachen. Ich mag im Licht anmachen, okay? Das ist mir auch gerade ein bisschen zu viel. Gottes Scheiße, Alter, was ist das? Das habe ich ja noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich gehe kaputt, was ist das? Ich bin ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen gestresst bin gerade. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen gestresst bin, aber das ist für mich gerade auch ein bisschen viel. Das ist für mich auch gerade ein bisschen viel. Okay. Gott, ich gehe kaputt.
scheiß die Wand an, Alter. Was ist das? Leute, was ist das? Ey, ich bin gerade ein bisschen fertig mit den Nerven. Das sind Kinderfänger, Alter. Das ist doch noch... Das ist doch scheiße. Ich kann ja gar nicht oft genug gucken. Was ist das denn? Das, ohne Scheiß, das macht mir Angst gerade. Glaubt ihr mir, dass mir das gerade Angst macht? Das macht mir richtig Angst gerade. Das macht mir richtig Angst. Muss ich ehrlich sein, ich gebe das selten zu, ja. Aber da kriege ich Muffensausen, ohne Scheiß. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Okay, wir haben jetzt Zeitlupe. Okay, war der jetzt geil. Scheiß die Wand an. Wird gleich. Meine Fresse. Das ist doch nicht normal. Fertig gerade. Ich bin durch. Ich bin total durch gerade. Mal kurz Pause machen. Bin total durch. Ich bin voll fertig. Ich bin durch. Das ist mir Paratalk. Wie Paratalk-Bilder. Ich bin fertig gerade. Ich bin mir nicht gerade in der Hose, kacke ist alles. Ich bin fertig gerade. Ich muss ja irgendwie, ich verkraft das gerade nicht so ganz. Warte mal. Ich habe das Bild gerade, warte. Habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ich kenne sowas nicht. Ich mache das mal. Guck mal hier. Das sind Hände, Dinge. Leute, wisst ihr, oh Gott, ich kann gar nicht reden gerade. Wisst ihr, was das größte Problem ist? Der glaubt dir keine Sau. Ja. Ja, das glaubt dir keine Sau. Ich bin kitschnass, ne? Ich habe ganz nasse Hände, guck mal. Meine Hände glänzen, weil ich schwitze. Ich habe Stressschwitzen gerade. Ich glaube dir doch keine Sau, Leute. Ich muss den Clip nochmal gucken. Ich muss das nochmal angucken. Ich habe da gerade ein Riesenthema mit. Ich habe da ein Riesenproblem gerade mit. Ich kriege das gerade in keinster Weise auch nur annähernd irgendwie verarbeitet, was ich hier sehe.
Guck mal, das ist eine Kinderhand. Guck mal, da wieder. Und guck mal, wie langsam. Und das Schlimme ist, dass die Hand am Anfang auch schon da ist. Pass mal auf, guck mal. Die greift ja am Anfang schon. Guck mal, da war schon der Finger. Guck mal, da kommt schon der Finger. Meine Fresse. Boah, mir geht's nicht gut, ne? Mir geht's nicht gut gerade. Mir geht's nicht gut. Ich habe was Pisse in den Augen gerade. Ich bin so fertig gerade. Puh. Oh. Und ich verarbeiten. Kriege ich gerade schlecht verarbeitet. Kriege ich ganz schlecht verarbeitet. Da kriege ich Krise gerade. Oh Gott, ist das scheiße. Muss ich gerade mal eben kurz. Kriege ich ganz schlecht verarbeitet gerade. Ganz, ganz schlecht gerade. Habe ich gerade sehr schlecht. Oh, Alter, scheiße, du. Habe ich noch nie gehabt, sowas. Habe ich noch nie gehabt. Nie. Danke, Elke. Danke, Drexler. Danke, Snorks, ne? Alter, nein. Danke, Frank Biene. Ich bin eigentlich, ich traue mich gerade nicht, Licht auszumachen, ne? Ich traue mich gerade nicht, Licht auszustellen. Verrückt, oder? Das sage ich euch. Ich traue mich gerade kein Licht auszumachen. Das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ne? Dass ich mal sage, ich traue mich nicht im Dunkeln. Ey, ich bin in den gruseligsten Orten unterwegs gewesen. Da bin ich ohne Taschenlampe rumgelaufen. Und jetzt sage ich hier, ich habe Angst, Licht auszumachen. Ja, passieren kann nichts, Gerd, aber das macht meine Psyche gerade so ein bisschen, ne? Julia sagt, sie sieht aus wie eine Puppenhand, ey. Da können wir gerne mal gucken. Genau, sie ist auch kein Pixelmatsch. Man sieht. Ich kann es auch nicht größer machen, weil das im Grunde so klein ist.
gucken auch. Das ist eklig. Ich finde das einfach nur eklig. Und guck mal, das sind Kinderfinger. Leute, das sind Kinderfinger. Puh, also gerade ein bisschen viel. Man sieht jeden einzelnen Finger. Und das sind Kinderfinger. Leute, ich habe Wurstfinger. Alter, das waren definitiv super klein. Ich wollte kaum Gummi. Das waren ganz kleine Finger. Also ich kann nur so sagen, manche Leute gehen mir hier echt auf den Sack. Muss ich mal ehrlich sagen. Manche Leute gehen mir hier unheimlich auf den Sack heute. Unheimlich auf den Sack. Unheimlich auf den Sack.
So richtig auf den Sack. So richtig. So richtig auf den Sack. Ich glaube, ich spreche für viele gerade. Ich glaube, ich spreche für sehr viele gerade. Es gibt Menschen, nur es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die halten sich für den Mittelpunkt der Erde. Die halten sich für den Mittelpunkt der Erde, für das Nabelöhr der Welt. Egal was passiert, du machst es eh nicht richtig. Egal wie auch immer du es machst, es wird nie richtig sein. Aber selber machen sie es nicht, weil sie dafür nicht die Eier in der Hose haben. Das ist immer das Ding. Na? Das ist immer das Ding. Ja. Und das ist schon seit 7 Jahren so. Seit 7 Jahren. Man hat ein dickes Fell angelegt. Ne? Man hat echt ein dickes Fell angelegt. Aber manchen Menschen musst du wirklich, glaube ich, manchmal vor den Kopf stoßen. Die sagen zwar, sie glauben an die geistige Welt. Sie sagen, ich glaube daran. Ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass die Verstorbenen sind. Beschäftigen sich aber nicht damit selber. Wir können es aber erzählen, dass sie daran glauben. Und das ist immer der Punkt. Naja, zum Glück lebe ich nicht euer Leben. Denn ich glaube zu 100% an das Paranormale. Mit Leib und Seele, mit Herzblut. Schon 7 Jahre. Es gibt Menschen, die gehen diesen Weg mit und die machen ihre eigenen Erfahrungen. Und es gibt Menschen, die gehen denen mit nur, weil sie mitgehen möchten, weil sie vielleicht einfach nur glauben, auch vielleicht jetzt irgendwie ja, im Mittelpunkt zu stehen. Ah, das ist Selbstverarschung. Selbstverarschung. Damit belügt man sich vom Spiegel selber. Und ich kann verstehen, das ist harte Kost heute. Ja. Wisst ihr, was das Verrückte an der Sache ist? Wisst ihr, was das Verrückte an dieser Sache ist? An dieser verdammten Sache, wisst ihr, was das Verrückte ist? Dass mir das passiert. Ich, der Typ, der Reaction-Videos macht und sagt, wenn eine Hand zu sehen ist, der sagt, was ein Bullshit. Leute, ich mache seit Jahren Reactions und ich gucke mir Videos an, wo du mal sowas siehst. Und ich sage, verarsch mich doch, das ist doch scheiße. Tipp da eine 10 rein. Versteht ihr das? Versteht ihr das Thema gerade? Wir gucken uns Videos an, wo wir ähnliche Sachen sehen. Und ich, der Typ, der jahrelang immer so, Fake 10, 100% Fake, sitzt jetzt hier. Sitzt jetzt hier und stellt gerade fest,
dass das stimmen kann. Wisst ihr, was bei mir gerade im Kopf vorgeht? Versteht ihr, was bei mir gerade im Kopf vorgeht? Ich, der Typ, der das immer kritisiere. Immer so, Leute, niemals war deine Hand an der Schulter zu sehen hinten. Leute, das sind Videos, die habe ich belacht. Belacht. Never, niemals eine Hand, das geht nicht. Und jetzt sitze ich verdammt nochmal hier und habe das gleiche Ding gerade und weiß gerade nicht, was ich tun soll. Hummer. Ich bin gerade in so einem riesen Hamsterrad, gerade fühle ich mich. Ich fühle mich in einem verdammten Hamsterrad. Ich, der größte Skeptiker dieses Themas. Ich glaube, ich war 100% Skeptiker von diesem Themenbereich. 100%. Hätte 1000 Euro gegeben oder Scheiße. Weißt du, was das Problem ist, Alex? Alex sagt, das ist das Top-Video im Jenseits-Club. Weißt du, was da drunter kommt? Fick. Ich lache, Leute, ich habe jahrelang diesen Scheiß ausgelacht. Ich habe jahrelang den Scheiß ausgelacht. Ja, und die Finger sind ganz soft, so. Also. Die sind kleine Kinderhände. Single, ich habe das noch nie gemacht. Noch nie. Niemals. Ich habe da gar nichts gefühlt. Nichts. Ich verstehe nur nicht, wie das geht. Das ist mein Problem. Ich verstehe nur nicht, wie es geht. Ich wechsle mal kurz. Das ist mein Ding. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Dass wir das sehen. Dass wir das sehen. Das meine ich, weißt du? Das meine ich. Wie geht das? Bewegung. Ja, Bewegung. Bewegung. Okay. Sichtbar? Das stellt für mich alles in Frage.
Der stellt für mich. Ich mache mein Licht an. Das stellt für mich gerade alles in Frage. Da stellt sich für mich alles gerade in Frage. Ich kriege das nicht verarbeitet. Ich kriege das nicht verarbeitet gerade. Ich verstehe nicht, wie das gehen kann. Das ist mein Thema. Ich kriege das nicht verarbeitet gerade. Wie soll es gehen? Ich verstehe es nicht. Ich kriege da nicht verarbeitet gerade. Wisst ihr, ich bin Mensch, der fährt nach solchen Sachen nach Hause. Ich bin Mensch, der fährt nach diesen Dingen nach Hause. Und dann lege ich mich ins Bett und penne ein. Innerhalb von ein paar Minuten. Weil mein Kopf sagt, sie klopfen und sie bewegen Gegenstände. Versteht ihr, was ich meine? Weil mein Kopf weiß und sagt, sie bewegen Gegenstände oder machen sich akustisch bemerkbar. Das ist für mich normal. Wie soll ich denn jetzt heute pennen? Ich brauche Schnaps, ey. Wie soll ich denn da jetzt pennen, Alter? Ich glaube, ich schlafe so. Hau mir einen Proteinshake rein und mit dem Schnaps rein und gehe pennen. Ich werde so pennen im Stehen. Ich lehne mich an den Schrank. Ich lehne mich an den Schrank ran. Stehen. Dann mache ich. Da kann ich mich gar nicht drauf konzentrieren, Kevin, auf Zocken. Dreiundvierziger Protein mit Milch, genau. Oh, danke, Black Devil, danke dir. Danke für N5er, danke dir. Ja, das ist jetzt gerade ein riesen Puzzle-Ding. René, der wird noch besser. Guck den Clip an, René. Ich habe nur ein Kabel in der Hand übrigens.
war heute schon eine Stunde im Gym. Wird immer stranger gerade. Das wird immer stranger gerade. Ich kann mich da nicht drauf konzentrieren gerade. Aber für mich heißt das, erstmal Finger und Spielen alle liebes Dankeschön für eure Bits, erstmal ein ganz schönes Dankeschön. Für mich heißt das, jetzt fangen die Spiele erst an. Jetzt fangen die Spiele eigentlich erst an. Aber ich musste erstmal drüber pennen. Ich muss das erstmal so im Schlaf verarbeiten. Und dass wir morgen da wieder reingehen. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bist du noch bei mir? Also ich habe nur ein Kabel in der Hand. Nachher ist halt ein drücken Knopf oder so. Bist du bei mir? Ich habe Angst, gerade auf diesen Bildschirm zu gucken. Kannst du dich hier nochmal bemerkbar machen? Ja, stimmt, Fernuni, am Anfang hat man die Aura um die Decke gesehen, ne? Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Dann war ein Ballmove. Zeitgleich Ballmove. Zeitgleich die kleine Kugel, die geleuchtet hat, und zeitgleich das Lachen. Ball, Kugel leuchtet. Lachen. Am Anfang die Aura. Klare Männerstimme. Ja. Wir dürfen nicht das Drumherum noch vergessen, was drumherum noch passiert ist. Ne? Was noch alles drumherum war. Dürfen wir auch nicht. Haben wir schon außer Acht gelassen. Ne? Was drumherum war, haben wir voll außer Acht gelassen. Diese komische, ich weiß nicht, ob es vielleicht einen natürlichen Ursprung hat, dass man diese Aura sieht mit einer Lampe. Wüsste ich nicht. Habe ich noch nicht so wirklich bewusst wahrgenommen, dass du ein Objekt anleuchtest, die hat auf einmal. Mag gerade nicht gern hier bleiben. Kannst du noch mal mir ein Zeichen geben hier im Raum? Was Lautes, was ich hören kann? Oh, ich weiß nicht, ob ich es möchte, Paranudeln. Ich habe keinen Conjuring-Raum, Schmackofatz mehr. Das Kind, was hier im Raum ist, kannst du mir noch mal ein Zeichen geben? Boah, bitte nicht. Boah, ich finde das ekelig gerade. Ich habe gar keinen Bock mehr gerade hier. Kannst du noch mal klopfen? Kannst du noch mal in diesem Raum klopfen? Ich möchte es nicht noch mal erleben. Das möchte ich nicht noch mal haben. Echt nicht. Kannst du klopfen? Wir machen morgen nochmal Paratalk.
bin so mit der Aufmerksamkeit, ich glaube, ich höre 360 Grad hier. Kannst du nochmal hier klopfen oder knacken? Dann lasse ich dich heute in Ruhe. Das ist Regen, oder? Ich dachte, ich stuhl mich mal eben schnell ein. Ich habe, glaube ich, mich mal eben kurz einkacke oder so. Habe ich mir gerade mal überlegt, soll ich mich jetzt einscheißen oder einpissen? Aber es war zum Glück nur Regen. Oh, Alter. Das ist zu viel. Oder vielleicht kacke ich mir mal kurz in die Hose. Hey. Ich muss ehrlich sein, ich freue mich jetzt, wenn ich nach Hause komme. Ich freue mich verdammt nochmal, wenn ich zu Hause bin. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ganz offen, ehrlich, ich freue mich, wenn ich zu Hause bin. Ich möchte hier mit dem gerade heute nichts zu tun haben. Und an das alte Ehepaar. Ich hoffe, sie sind jetzt noch dabei und gucken noch zu. Ich weiß nun, was sie meinen. Ich kann sie jetzt verstehen. Ich glaube, ich habe das Thema ein bisschen belächelt. Ich glaube, ich habe das Thema zwar sehr ernst genommen, aber auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu soft gesehen. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, ich möchte jetzt nach Hause. Wir sehen uns morgen um 12. Und ich denke, diejenigen, die jetzt noch vielleicht gerne irgendwie Sons of the Forest gesehen hätten, kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren. Da habe ich keine Ruhe für. Heute ist Portaltag. Macht die Sache nicht besser. Horror. Also ich kann mich jetzt nicht aufs Spielen konzentrieren. Jetzt ziehe ich in Ruhe Kopfhörer auf. Darf ich Krise kriegen? Na, will ich die Krise kriegen? Kann ich nicht drauf konzentrieren. Ja, Sons of Forest läuft nicht weg. Erstmal Dankeschön. Bis morgen. Ciao.